Jetzt müssen wir einen besseren Fluss hinkriegen. Wahrscheinlich brauche ich da jetzt noch einen Kreisel. Wo? Jetzt können die nämlich immer nur in eine Richtung. Na, staut sich trotzdem, weil das hier mit dem Einbiegen zu lang ist. Was ist denn, wenn ich die nicht genau an dem Ding vorbeilaufen lasse? Also ein Frachtdinger hier ist aber schon ganz krass. Ja. Also wenn ich das so mache. Okay, das ging schon mal falsch. Mal gucken, ob sie jetzt entspannter reinfahren. Ja, weil sie jetzt nicht mehr so eng um die Kurve müssen. Ja, aber die Einfahrt ist halt zu klein. Da kann halt nur einer reinfahren. Das ist das Problem. Dann müssen die jetzt halt hier Reißverschlussverfahren machen. Der hier vorne wird gar nicht genutzt. Kann ich das irgendwie aufwerten? Nee. Ich kann keine Clips erstellen, kämpfe mit dem blöden Clip Creator Tool, aber jedes Mal sagt es als Meldung, dass dort eine unangemessene Sprache benutzt wird. Entschuldigung, ich beherrsche mich jetzt, okay? Ich spreche jetzt besser. Komisch. Das ist ja crazy. Was ist jetzt passiert? Was? Boah, ich hasse dieses Spiel manchmal. Ich hasse es echt. Nee, du bist nicht schuld. Ich habe das noch nie gehabt. Ich verstehe es nicht. Ich denke, dass da wieder irgendwas spinnen wird wahrscheinlich. Soll das etwa heißen, dass ich keine Clips mehr erstellen kann? Oh Gott, das wäre schlimm. Ja, das wollen wir jetzt nicht hoffen. Das geht bestimmt nächstes Mal wieder. Das liegt an der komischen Zeit zwischen den Jahren wahrscheinlich. Das nervt mich. Ich will eine Rückgängig-Taste hier. Und der Knaller ist, jetzt haben die alle plötzlich keinen Fußgängerüberweg, obwohl sie gerade noch einen hatten. Nur dieses Ding da nicht. Egal, was ich mache es jetzt wahrscheinlich schlimmer, oder? Was ist das jetzt hier auch für ein Ding? Also... Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Es ist alles super. Ich kann das auch nicht runter machen, ne? Geht auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich einfach zu doof für dieses Spiel. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich wollte aber die Ansage an Vergangenheitsfunny klippen. Oh nein! Tja. Hier verzieht sich alles durch den Boden. So, jetzt habt ihr aber... Ja, aber wie soll ich euch denn innen drin verbinden? Das geht ja gar nicht. Aber ich finde, unser Stauproblem habe ich mit der Einbahnstraße jetzt richtig gut gelöst, finde ich. Das habe ich gut gemacht. Muss mich jetzt auch mal loben hier.
Mach ich mit aus. Ich bin mit dir, Fanny. Zwar wegen eines anderen Themas, aber die Verzweiflung müsste die gleiche sein. Oh nein! Was bringt dich denn zum Verzweifeln? Danke, Mirko. Danke. Bei mir gerade das Klima. Ja, okay, kann ich verstehen. Mal ein kurzes Hallo da lassen, bevor ich gleich einkaufen war. Giffy! Kurzes Hallo zurück. Ich hoffe, du hattest ruhige Arbeitstage und schöne Weihnachten. Und dass das Einkaufen heute nicht so stressig wird. Ich glaube, heute könnte es noch gehen. So, zwischenfeiertagsmäßig. Okay, Leute, was machen wir denn mit diesem Game? Spielen wir das noch weiter oder bin ich einfach zu blöd? Ich müsste mir vielleicht mal andere Let's Player anschauen, wie die das so machen. Ob ich da völlig Katastrophe dagegen bin und das sich keiner antun will oder... Oh, weiß nicht. Verstampft und zugedrötet. Das klingt gut. Will nur Getränke holen, das... Okay, ja, das klingt gut. Dann ist hoffentlich die Kasse zumindest leer und dann geht's ja echt. Außer du hast einen Getränkeladen. Dann hast du ja eh mehr Ruhe. Ich fand das Einkaufen heute furchtbar. Alle wollen wieder wie blöde Böllern. Das machen wir dieses Jahr gar nicht. Ich habe mich durchgesetzt. Weil, ja, es ist einfach blöd. Die Katzen haben Angst. Die Kinder wollen eigentlich eh nicht raus. Die wollen es von drinnen angucken. Da reicht denen das von den Nachbarn. Und dann haben wir ja den Hund, der sein erstes Silvester hat. Also, nee. Nicht genügend Kunden. Okay, es geht alles in die Brüche. Mirko, hast du Cities in anderen Videos geguckt oder so? Kannst du mal mir das einschätzen, wie scheiße ich hier spiele, ob das Sinn macht, das hier weiterzumachen? Zufällig? Also bitte gerne ehrlich sein. Katastrophenlevel so mal einschätzen. Ich knall mir ein paar Buletten rein. Das klingt doch gut. Sehr schön. Läuft jetzt echt flüssig? Das habe ich halt durch das Ding da jetzt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Kein Plan. Ja. Warum haben wir denn so viel Büro? Bisher wollten die nie Büro. Das ist besser als meins. Bei mir staut sich nur alles. Okay. Aber ich finde, es sieht so schrecklich chaotisch aus, ne? Ich weiß auch nicht so recht. Tschi-tschi! Und ich schieße mich voll wie eine Rakete. Beste Argumente einer Tradition, die eigentlich keine aus meiner Sicht ist. Ich finde da Geld direkt verbrennen entspannter, weil man die Wärme vom Feuer noch schön spürt. People Mode zu dem Thema auch. Ja, mir war es früher, wo ich noch ganz jung war, war es mir wichtig, aber inzwischen denke ich mir immer... Wofür? Also ich brauch's persönlich auch nicht. Aber ich gönn's natürlich jedem, der das wichtig findet. Meins ist es nicht. Wenn nur die Industrie weit weggebaut, okay. Also bei uns wird Silvester entspannt. Wir das essen wir. Zur Vorspeise gibt es Schlutzkratzen. Gab es letztes Jahr als Vorspeise zu Weihnachten. Ultra lecker.
Halbgang wird dann Hähnchenschenkel mit Wokgemüse werden. Und für nachts, für Mitternachtsnack wollte ich noch so ein Brot backen. So ein Röstzwiebel-Malzbierbrot. Das ist ultra geil. So ein paar Dips und so. Jetzt haben wir wieder mehr LKWs hier. Ja, funktioniert recht gut. Wir haben bald noch ein Industriegebiet, das machen wir dann auf die Seite hier. Boah, warum brauchen wir plötzlich so viele Büros? Haben wir bisher gar nicht gebraucht. Was? Zack, ist das ganze Gebiet hier voll. Unfassbar. Mit immer noch Bedarf. Das sind einfach Toys an der Straße. Weil ich irgendwann so verzweifelt habe, überall was hingebaut. Oh. Ressourcen kosten. Ja, es ist echt doof. Ich glaube, die meisten hier brauchen immer noch Stein. Metalle und Kohle, Stein. Stahl. Öl könnte man noch, aber Öl ist Quatsch. Das bringt mir einfach aktuell nichts. Baumwolle könnte. Oh, Baumwolle. Mal hier hinten noch eine Baumwollfarm an die Häuser quetschen. Och, das wäre doch was. Das machen wir. Das ist doch cool. Ein kleines Baumwollfarmchen. Nee, wir machen das anders. Wir machen das anders, dass wir die noch effektiver hinbekommen. Weil dann können wir nämlich hier bisher noch so ein bisschen reinziehen. Das Klippen geht noch immer nicht. Oh nein. Hab schon den wahren Firefox Chrome und sorry, den Edge. Der Edge Browser offen. Wo ich mittlerweile nun Funny vierfach immer als Echo habe. Oh Gott. Dauerbeschallung hier. Oh je, oh je. Wir haben jetzt so nachsprechende. Hab ich das auf Discord auch reingemacht oder nur auf Insta? Ich glaube, auf Discord habe ich es nicht rein. Habe ich es rein? Ach, weiß es gar nicht. Oder doch? Der Kaktus. Habe ich den Kaktus rein, der nachspricht? Ich finde es so geil. Und der Sohn hat einen Papagei und die Tochter einen Tiger und dann geht es rumgeplapper hier. Das ist der Wahnsinn. Nichts hilft. Mist, ist voll die heftige, unangemessene Sprache. Mein lieber Scholli, sorry auch für diesen Ausdruck, Mr. Twitch. Aber Mist ist schon heftig. Da muss man schon sagen. Was ist Sprache hier? Okay. Naja, wird schon passen so.
So, jetzt habe ich den Bereich hier fertig und es ist noch überhaupt nicht hier erledigt, ne? Mich würden auf jeden Fall die Anschlussstellen jetzt mal interessieren, ob ich mit der die Autobahnabfahrten und so schön hinkriege, weil die regen mich tierisch auf. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein Level höher kommen. Vorschlag wäre, dass wir hier drüben jetzt auf jeden Fall noch Industrie machen, aber halt schön weit weg vom Wind her. Ich würde es mal hier hin. Oh. Krieg Sprachnachrichten. Oh nein! Der Pfeiler im Weg, ne? Der Pfeiler ist im Weg! Das habe ich gebraucht, um einer Person ordentlich etwas zu tröten. Oh oh. Ich habe jetzt mir auch einen Account auf Insta gemacht. Ah nein! Jetzt Achtung, wenn du auf Insta gehst, dann kriegst du gleich auch noch Werbung, dass du auch noch auf Threads gehen musst. Das ist jetzt doch bessere Twitter als Blue Sky. Habe ich noch nicht gemacht. Schrecklich. Guck mal, Stream Elements macht jetzt voll Werbung. Was geht denn heute hier? Zumindest der Bot geht wieder. Um das positiv zu sehen hier. Ist jetzt nicht alles kaputt. Insta mag ich recht gerne, aber es dauert ein bisschen, bis man seinen Feed schön hat. Dass nicht nur noch Müll kommt, muss ich sagen. So der einzige Nachteil. So, hier machen wir jetzt Industrie. Wollen wir denen auch noch ein paar Parks und so geben, den armen Menschen, die hier arbeiten? Da will ich nichts ganz so Großes. Wollen ja auch ein bisschen schaffen. Ja, Parkplätze braucht man in der Industrie kaum, oder? Denn jetzt? Ich wollte noch Fußgängerwege bauen. Weil wenn ich jetzt dann wieder die Busdinger mache und so, dann brauchen wir ja wieder hier ein bisschen Querverbindung. Ich habe noch keine Threads-Werbung. Fühle ich schon mal von dir von mir dann gestalkt. Alles gut. Aber der Kaktus ist leider schon weg. Ich glaube, der war nur in der Story. Der liebe Kaktus. So, Industrie wollten wir machen. Wir wollten Industrie hier überall reinhauen. Wir ballern das jetzt einfach schon mal voll. Und an die Ränder können wir von mir aus Büro machen. Noch ein paar mehr Zufahrtsstraßen machen. Wir machen auf jeden Fall auch eine Zufahrt. Was kommt da für bedrohliche Musik? Keine Panik, ich lade den Kaktus aus dem Discord herunter und lade als einen Content hoch und verlinke dich dann. Ah, das ist natürlich auch eine Option. Ja, sorry, ja, was geht hier? Oh mein Gott. Da muss man ja Angst kriegen. Eine Kurve bauen, ne? Jetzt soll ich wieder so komisch.
Ja, ist die Frage, ob hier eine Straße so clever war jetzt. Fängt das jetzt als Grusel an und geht dann in Techno über? Oder was ist das? Das Stimmung im Spiel nicht gerade chillig, nee. Das Problem ist, Brezel ist ja kostenlos. Grundsätzlich. Und ich konnte da ja immer so Chill-Musik auswählen oder schnellere Musik. Du hattest immer solche Channels, die du nehmen konntest. Und jetzt ist eigentlich fast alles gesperrt. Du kommst fast überall nur noch rein, wenn du was zahlst. Außer halt in diese Zufallsmucke wie jetzt. Voll geil. Ja. Läuft. Wann bin ich denn hier ein Level mal höher? Die Musik steht ja, also glaube ich. Dann ist ja gut. Ich mache hier mal noch ein Upala. Dahin. Bevor ich weiterschreibe, muss ich noch was machen. Hebe-Mode. Ah, das ist auch gut. Sehr schön. Treibstofffabrik haben wir gekriegt. Okay. Ab.